Es ist der große Moment gekommen. Wir trennen den riesigen Brennstoffgeneral. Wir trennen ihn ab. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory, kurz vor Update 4, meine lieben Freunde. Es ist natürlich einmal wieder das passiert, was ich mir schon gedacht habe. Nachdem ich gestern das Video noch nachts aufgenommen habe, um 23 Uhr noch was, für den Samstag, ist natürlich von Coffee Stain, literally eine halbe Stunde, nachdem ich den Schnitt dann fertig hatte, ein Video rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Uhrzeit, auf jeden Fall kurz nachdem ich mein Video fertig geschnitten und in die Renderliste gepackt hatte, und das lief auch schon eine ganze Weile in der Renderliste, habe ich dann festgestellt, ups, neues Video von Jace. Ja, tatsächlich, es gibt kurze Infos, ist kein langes Video. Ja, es geht nochmal, er geht nochmal auf die Sachen ein, die im Teaser zu sehen waren, im Power Storage Teaser. Und ich versuche das jetzt hier gerade mal alles ein bisschen wiederzugeben, während ich hier mal so ein bisschen eine Tour durch mein Brennstoffgeneralkraftwerk gebe gerade. Ja, weil ich möchte jetzt gerade nichts vergessen von den Sachen, die er erwähnt hat. Also, es wird einige Änderungen am Powernetz geben. Wir haben ja schon fleißig spekuliert, was hat es auf sich mit den Schaltern, mit den Batterien, mit den Storages quasi. Und wird es vielleicht irgendwelche Auswirkungen auf die Kabel haben oder so? Oder, ne, wir haben ja ganz viel spekuliert. Ich habe sehr viel spekuliert. Ganz viel Spekulatius habe ich gemacht. Und ich habe sogar einen Kommentar bekommen von jemandem, der so richtig hart getriggert wurde davon, dass ich immer Spekulatius sage. In dem Sinne möchte ich an der Stelle noch einmal ganz deutlich betonen, dass ich hier sehr viel Spekulatius betreibe. Genau, Grüße gehen raus an der Stelle. Und ich muss ab und zu mal ein bisschen triggern, das ist ganz wichtig. Also, es wird so sein in Update 4, dass die Schwankungen, die unsere allseits geliebten Generatoren raushauen, dass die tatsächlich verschwinden werden. Generatoren werden ab Update 4 immer ihr maximales Energiepotenzial raushauen. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich, also jetzt vermute ich wieder ein bisschen, es wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr nötig sein, die zu übertakten, weil die sowieso immer dieselbe Menge raushauen. Es wurde damit begründet, dass dieses Feature mit der schwankenden Energiemenge sowieso nie wirklich genutzt wurde oder es irgendwie eine Auswirkung hat in einer Welt, wo es unendlich viele Ressourcen gibt. Und dann wird es insofern natürlich auch spannend, ob es überhaupt dann noch Turbotreibstoff für Kraftwerke gibt, weil im Endeffekt, ja, das läuft ja dann am Ende irgendwie aufs selbe hinaus, ne? Wenn das Kraftwerk sowieso mal auf voller Tour läuft mit dem, was reinkommt, warum braucht man dann auch unterschiedliche Kraftstoffe dafür? Also keine Ahnung, das ist so eine Sache, die ich mich dann sofort frage. Auf jeden Fall sollen diese Energy Storages eigentlich drei Sachen machen, diese Batterien. Die sollen zum einen es ermöglichen, die überschüssige Energie, die durch die Maximumproduktion der Kraftwerke entsteht, zwischenzuspeichern, dass man die quasi dann abrufen kann, wenn man zum Beispiel einen neuen Bereich einer Fabrik baut, anschließen will und dann feststellt, oh, der Verbrauch der neuen Fabrik, des neuen Bereiches, übersteigt das, was ich ja jetzt an Kraftwerkskapazität habe, aber dadurch, dass ich vorher die überschüssige Energie aus den Kraftwerken zwischengepuffert habe, habe ich dann nochmal so eine zeitliche Überbrückung, um halt dann entsprechend nochmal meine Energieversorgung nochmal nachzurüsten und aufzurüsten und dafür zu sorgen, dass halt mehr am Start ist, genau. Ich weiß jetzt halt nicht, ich habe ja angefangen beim letzten Mal hier Turbotreibstoffraffinerien an den Start zu bringen und wollte das eigentlich umstellen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sinnvoll das überhaupt noch ist. Ich werde es trotzdem jetzt mal weiter durchziehen, einfach weil ich sehen will, wie sich das dann nach Update 4 auswirkt und ob es überhaupt noch einen Unterschied macht. Wir können ja einfach mal es so machen, dass wir die untere Ebene der Generatoren an den Turbofuel anschließen, damit wir direkt den Vergleich haben. Mich interessiert das wirklich mal, ob Turbofuel dann überhaupt noch sinnvoll ist, das zu verwenden, oder ob es vielleicht dann beides am Ende gleich ist. Weil letztendlich ist es halt die Frage, wirkt es sich auf die Brennzeit des Treibstoffs aus? Weil Turbotreibstoff brennt ja trotzdem immer noch länger als normaler Treibstoff. Das heißt, oben lasse ich den normalen Treibstoff dran und unten nehme ich dann den Turbotreibstoff, würde ich sagen. Das ist doch eine Idee, dann haben wir gleich so ein A-B-Vergleich und können das gleich direkt sehen. Genau, und der Switch
Vielleicht bevor wir noch zum Switch kommen, machen wir vielleicht noch mal kurz zum Storage. Genau, es wird jetzt so sein, dass die Geysir-Quellen, die Geysir-Energie-Generatoren, dass die jetzt im Gegensatz, das ist sehr lustig irgendwie, im Gegensatz zu den normalen Kraftwerken, sind die jetzt schwankend in ihrem Output. Das heißt, die produzieren Energie in einem Bereich von 100 bis 300 Megawatt, aber schwanken halt dazwischen, zwischen diesem Wert. Im Durchschnitt ist es halt irgendwo dazwischen. Und diesen Schwankungen, die kann man glätten, indem man halt die Energie, die aus den Geysirquellen rauskommt, zwischenspeichert. Das ist einer der Nutzen. Man kann es auch nicht machen und dann einfach damit leben, dass der Output aus den Geysirquellen schwankt. Ist ja am Ende des Tages sowieso nicht allzu viel, wenn man es zusammenrechnet. Sind ja, glaube ich, nur 2 Gigawatt insgesamt, die man da rauskriegt. Also, ja, jetzt nicht so wahnsinnig viel Strom eigentlich. Ist halt ein stabiler Strom bisher gewesen, das ändert sich jetzt halt. Genau. Und bei den Schaltern ist es so, dass die einfach nur dazu dienen, tatsächlich um Bereiche der Fabrik auszuschalten. Ganz einfach. Also einfach zuschalten und abschalten und genau. Und man kann sie benennen, wenn ich das jetzt im Video richtig gesehen habe. Ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel Neues zu sagen. Interessant auf jeden Fall. Also wir haben ja uns da schon sonst was hinspekuliert, aber es ist tatsächlich, diejenigen, die gesagt haben, es wird wahrscheinlich ein ganz einfacher Nutzen sein, die haben tatsächlich recht gehabt. Und es ist tatsächlich so, dass es das Stromnetz an sich immer noch ziemlich casual-mäßig bleibt. Also es ist jetzt nicht so wie bei Oxygen Not Included oder bei Factorio oder so, wo man verschiedene Leitungen hat, mit denen man verschiedene Dinge tun kann oder so. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum diese Sachen reinkommen. Ist auf jeden Fall spannend. Also, vielleicht wird das ja dann irgendwann durch Mods möglich sein, dass noch ein paar Zusatzfunktionen ergänzt werden. So, jetzt werde ich mal hier ein bisschen versuchen weiterzumachen, nicht wahr? Denn ich werde das jetzt einfach trotzdem durchziehen, was ich beim letzten Mal, wie gesagt, gesagt habe. Ich werde einfach, wie gesagt, hier das Kraftwerk noch ein bisschen weiter ausbauen und einfach den unteren Bereich hier an den Turbofuel anschließen. Dazu brauchen wir jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Turbofuel-Produktion und wir müssen den Output natürlich auch noch gewährleisten. Genau. Das ist der Plan, den wir hier jetzt umsetzen und vielleicht werde ich bei der Gelegenheit dann auch gleich mal ein bisschen eine Hülle drumherum bauen. Also ihr seht, es ist jetzt nicht so viel dazu zu sagen eigentlich, was im Video von Jax, aber er hat noch natürlich nochmal für die Leute, die die Livestreams nicht gucken, die Information mit dem Release-Datum auch gegeben. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte es ja auch schon mehrfach erwähnt, der 9. März bzw. der 16. März sind jetzt die möglichen Release-Daten. Ich hatte, glaube ich, mal aus Versehen den 19. März erwähnt oder so. Auf jeden Fall Mitte März. Sie wissen es selber nicht hundertprozentig. Es muss halt jetzt noch finalisiert werden, das Update. Aber sie rechnen halt damit, dass es irgendwann in dem Dreh dann so rauskommt wahrscheinlich. Also ich würde jetzt auch vielleicht erstmal vorsichtig sein, ne, weil Release-Daten können sich einfach noch ändern. Ja, es ist ja immer noch in der Abnahmephase, das Update, es ist ja immer noch nicht final. Das heißt, man sollte da jetzt nicht das schon als in Stein gemeißelt betrachten. Und deswegen hat er ja bewusst auch 2 Daten genannt, weil sie eben noch Fehlerkorrektur machen müssen. Das kann eben dann auch noch dazu führen, dass dann vielleicht noch Sachen gefunden werden, die noch gefixt werden müssen in Last Minute. Und dann verschiebt es sich halt entsprechend, ja. Das auch nochmal dazu. Genau. So, jetzt machen wir hier mal gleich eine Kreuzung rein. Machen wir die mal, oder warte mal, wir stellen die mal genau hier gegenüber, weil wir müssen ja auf der anderen Seite gegenüber noch eine weitere Raffinerie aufbauen. Wie eng kann ich eigentlich die Kreuzung an den Ausgang bauen? Das habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Reicht das? Geht das noch? Ja, das geht, guck mal. Nice. Wie viel haut denn der pro... Ja, das ist ja... Da brauchen wir ja nur ein MK1 vor, genau. So, dann stellen wir direkt gegenüber. Stellen wir direkt noch eine Anlage hin. Ach so, nee, das geht ja nicht direkt gegenüber. Da sind ja die Ausgänge versetzt. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Aber nee, doch, das geht. Warte, doch, das geht. Na klar geht das. Och, Spielbär, das geht doch. Das geht total easy. Warte mal. Pass mal auf. Wir können das ja da reinmachen. Ha. Und dann machen wir da nämlich... Boah, wie cool das jetzt ist. Jetzt wird's hier richtig cool, meine lieben Freunde. Dann machen wir da nämlich das rein. So.
Und dann nehmen wir das dahin. Aber mit dem Vertical Mode, genau, machen wir es einfach so. Und das sieht sogar ziemlich cool aus. Nicht schlecht. Hey, ich glaube, ich habe gerade eine ziemlich coole Möglichkeit gefunden, um die einfach direkt zusammenzuschalten. Und bestimmt kann man hier diesen kleinen Abstand, den kann man sich bestimmt theoretisch auch noch sparen. Nicht schlecht. So, warte mal, dann machen wir das gleich noch hier hinten. Wobei, das ist ja hier die erste in der Reihe. Die können wir eigentlich mal, so wie sie ist, anschließen. Einfach hinten reingehen, würde ich sagen. Oder warte mal. Hier ist ja die Leiter für den, für das Dach. Ja gut, ist jetzt egal. Genau, wir machen das jetzt so. Und die kleine Höhe, den kleinen Unterschied können sie ja einfach überwinden hier. Genau. Sehr nice. So, jetzt nehmen wir uns hier... Warte mal, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Wie habe ich das hier nochmal gemacht? Ah ja, genau. Ich habe genau eine Foundation dazwischen Platz gelassen. Das machen wir hier jetzt wieder genauso. Ja, wie gesagt, manchmal sind die einfachen Änderungen halt die, die einen dann doch am meisten überraschen, dass es dann doch am Ende so einfach ist und dass man sich sonst was im Kopf ausmalen kann, das aber eben, wie gesagt, nicht das sein muss, was dann letztendlich auch passiert im Update, ne? Deswegen warne ich ja auch immer davor und sage immer, das, was ich hier mache, ist eben auch Spekulatius, wenn ich mir Sachen aus den Fingern sauge, die vielleicht im Update kommen könnten und so. Da soll man jetzt nicht irgendwie das drauf geben, dass das dann auch so kommt. Weil das ist am Ende des Tages natürlich nur mein Spekulatius. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Wir versuchen das mal so zu machen, genau. Das Ding in die Mitte stellen. Ich muss auch mal gucken, wie ich das gemacht habe. Es ist ein Tag her. Aber zugegebenermaßen ist es auch jetzt gerade wieder 23 Uhr, wo ich das aufnehme. Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal ein Coffee Stain Video. Ja, das ist immer irgendwie ein bisschen bescheuert, dass die Videos von denen dann irgendwie Mitternacht kommen, so. Wenn ich schon gar nicht mehr damit rechne. Wenn ich denen quasi schon die Zeit gegeben habe, dass sie halt bis abends irgendwann halt das Video raushauen. Ja, und dann kommt das Video halt trotzdem irgendwie Mitternacht so oder nach Mitternacht. Es ist halt eine sehr ulkige Uhrzeit einfach, weil am Ende des Tages, ich mache es ja auch bewusst, dass ich keine Videos um irgendwie nachts um 1 oder so veröffentliche. Weil es natürlich einfach so ist, dass die meisten Leute natürlich normalerweise um die Zeit halt einfach schlafen. Also viele tun das normalerweise um die Zeit. Ich bin jetzt hier wieder die große Ausnahme eigentlich, in der ich hier noch Videos schneide, rendere und hochlade. Aber es ist ja auch Lockdown. Da mache ich das generell dann so. Habe ich ja gesagt, dass ich im Lockdown das immer schön mache. Ich glaube, das reicht nicht vom Platz, oder? Ich glaube, ich muss hier noch eins zurückgehen. Genau. Aber normalerweise schlafen die Leute halt um die Zeit. Und da ist es dann halt verhältnismäßig unsinnig Videos zu bringen, weil die sich halt nun mal dann niemand anguckt oder nur sehr wenige Leute, ne? Deswegen überrascht es mich schon, dass sie da so nachts um die Uhrzeit dann so ein Release, also so ein Video-Release machen. Ist schon auf jeden Fall interessant. Kann man auf jeden Fall mal hervorheben. Aber gut, Hauptsache ist ja auch, dass wir die Informationen kriegen, die wir haben wollen. So, jetzt machen wir mal hier nochmal ein Band hin, genau, so. Ach, da fährt ja der... Ich habe mich schon gewundert, wer fährt denn hier wie eine Sau? Wer fährt denn hier wie so eine gesenkte Sau hinter mir rum? Das ist ja der Fahrer von dem Ding. Genau, so, jetzt müssen wir hier mal den Weg aufmachen. Können wir da jetzt... Das geht jetzt aber da lang, oder? Das war da jetzt das Band da rum? Ja, doch. Keine Sorge, alles gut. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie haben wir denn das gemacht eigentlich? Ich mach mal hier auf. Ah ja, okay, warte mal. Da müssen wir ja da jetzt einen Splitter hinmachen, oder? Warte mal, können wir nicht das theoretisch auch hier drunter setzen einfach? Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als wenn wir dann hier den Schacht nehmen. Ich will mal gucken, passt da noch eine Dings hin? Nee, scheiße. Okay, aber da passt noch eine hin, genau. Und hier auch. Ich muss ja jetzt hier, genau, ich muss ja jetzt hier ein Dings hin machen. Mach das mal hier weg und mach das hier auch nochmal weg, genau. Schön wegmachen alles. Und das auch. Die Wandhalterungen hier machen wir jetzt mal komplett weg. Und dann ziehen wir hier lieber noch einen Boden ein, würde ich sagen. Und dann machen wir das lieber über den Boden hier. Auch dieses Band ziehen wir jetzt einfach mal
Genau, das war ja, genau, das ging ja da rein, genau. Ziehen wir da hin und das Kohleband, das verdichtete Kohleband kommt jetzt hier direkt daneben. Oh ne, warte, halt. Erst einen Splitter machen. Das war doch das, was du machen wolltest, Mensch. Unglaublich. So, hier jetzt. Da rein. Dann ist es auch ein bisschen schöner. Aber ich komme leider ein bisschen schlechter durch. Das ist ein bisschen der Nachteil davon. Warte mal. Muss das von der anderen Seite machen, sonst kriege ich das nicht hin. Ich muss das von hier... Ja, genau. Nach da fädeln. Schön kompakter Strang, ne? Schön kompakter Wartungsgang. So kompakt, dass man da gar nicht mehr laufen kann. So muss das sein. So, warte, hier jetzt. Und jetzt machen wir hier einfach noch ein Dings hin. Ja. Ist das auch die richtige Linie jetzt? Mal gucken. Ja, ist richtig. Perfekt. Perfekt. So, dann geht das direkt rein. Geht direkt durch und direkt rein. Wunderbar. So muss das sein. Leider kann ich hier... Aber warte mal, können wir hier eine Platten drüber bauen? Ach, warte mal, ich weiß, was ich da mache. Pass mal auf. Da machen wir wieder den alten Trick. Mit den kollisionslosen Eckteilen hier. Ich hoffe, die werden nie Kollision kriegen, die Dinger. Ich finde die sehr sexy ohne Kollision. Wenn ich das mal so sagen darf. Da kann man so problematische Bereiche wie diesen hier so einfach und schnell zubauen einfach, ne? Schon geil. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich noch weiter zu dem Coffee Stain Video sagen soll. Wie gesagt, das war auch ein sehr kurzes Video, 5 Minuten oder so, grob, 5:30 oder so. War jetzt nicht so umfangreich, wie gesagt, und waren jetzt auch eigentlich nicht so viele Infos. Aber ich denke mal, wie gesagt, Jace hat ja schon deutlich gemacht, dass sie diesmal transparenter kommunizieren wollen und eben diese Spekulationen, die sich aus den Teasern ergeben zum Update, nicht so lange stehen lassen möchten. Also, dass sie die schnell halt aufklären möchten, wie bestimmte Dinge funktionieren werden. Insofern, ja, ist halt dann so, ne? Also, ist halt die Informationslage dann relativ schnell, relativ klar. Macht's aber irgendwie auch, also finde ich jetzt so ein bisschen, macht's ein bisschen langweilig, wie ich finde, oder? Also, ich finde das ein bisschen mit diesem Nervenkitzel, dass man nicht genau weiß, was kommt, finde ich dann irgendwie schon irgendwie spannend. Spannender. Sagen wir es so. Das ist dieser Reiz des Ungewissen immer. Der Reiz des Unklaren. Ich finde den Reiz des Unklaren ein bisschen reizvoller, wenn ihr versteht. Wenn ihr das versteht. Aber so haben wir halt Gewissheit, ne? So muss man sich jetzt keine Panik machen von wegen, oh Gott, meine Leitungen schmoren durch. Aber so ein bisschen Panik fände ich dann irgendwie doch ganz geil. Ach, das ist so toll, dieser Zwiespalt. Zwischen Panik und Nicht-Panik auf der Titanic. Stellt euch die Titanic vor ohne Panik. Das wäre doch, das ist doch gar nicht so toll mehr dann. Stellt euch den Film Titanic vor mit nur Love Story. Und der ganze andere Kram, wo es untergeht, dann fehlt dann. Das ist doch nicht mehr, das ist doch nicht mehr echt dann. Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Kann man doch keinem zeigen. Das geht doch nicht. So, zu teuer? Und da ist sie wieder, die Panik. Das ist wirklich zu teuer. Das kann doch nicht wahr sein. Naja gut, okay, dann machen wir erstmal die Kreuzung. Das geht aber noch, oder? Da brauche ich ja nur die... Genau, die Kupferplatten brauche ich da. Das geht auf jeden Fall. So, und dann hauen wir das hier wieder im Vertical Mode. Einfach so ran, genau. Dann kann die ja schon mal alles raushauen, was sie kann. Können wir ja schon mal einstellen hier. Turbo-Treibstoff. Warum kriegt die jetzt nichts? Ist doch hier verbunden, oder nicht? Ah ja, Strom. Ja. Man muss ja auch den Strom anschließen. Mach ich gleich. Kommt gleich. Machen wir mal hier noch dicht drunter, genau. So, Strom, Energia. Lasst uns mal eine Wandhalterung bauen. Direkt wieder hier oben drüber. So, und dann verbinden wir die Wandhalterung mit der anderen Wandhalterung. Achso, da habe ich sie. Okay, nicht auf derselben Höhe, da rastet der innere Monk wieder aus. Da läuft er wieder Amok. Amonk. Da läuft der innere Monk wieder Amonk. So, nice. Okay, die ist noch nicht ausgewählt hier. Ich brauche noch einen Blueprint. Jetzt hat, genau. Treibstoff muss ich ja noch anschließen. Das habe ich ganz vergessen. Moment.
Das wäre dann hier. Moment, da müssen wir eine Kreuzung einbauen. Oh Gott, wie machen wir das denn? Können wir das da löschen? Ja. Können wir da eine Kreuzung hinmachen? Nein. Scheiße. Okay, warte. Warte, warte. Dann können wir das hier wenigstens durchziehen. Nicht genügend Freiraum! Scheiße. Aber es geht, glaube ich, wenn ich das Ding ein Stückchen nach drüben baue noch. Oh, scheiße. Wo kam jetzt das Rohr her? Nein! Hier, wenn wir das so machen, müsste es eigentlich gehen. Dann baue ich das jetzt erstmal, ziehe das hier durch. Ja, guck mal, das geht. Dann mach das mal weg, genau. Und dann mach da mal daneben direkt eine kreuzende Zunge. Oh Gott. Ah! Moment, ich muss mich erstmal orientieren hier. Geht das so, zufällig? Nee. Warte mal, vielleicht... Ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Das war die Versorgungsline, wenn mich nicht alles täuscht. Warte. Warum ist das auf Standard? Ich will das auf Vertikal haben. Jetzt geht's. Geht alles, geht alles, geht alles. Kommt gar nichts. Achso, ja stimmt. War ja disconnected, habe ich ganz vergessen. Okay, warte. Warte. Wir machen erstmal die ganze Line fertig. So. Können wir ja hier auch gleich durchziehen eigentlich. Quatsch. Ja! Ja, da! Guck dich und rüber. Ja. Ist ja wie Sport hier. Genau, so. Und dann macht man hier nämlich auch wieder eine Kreuzung rein. Auch wenn ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wie das hier oben nochmal ausgesehen hat. Ah ja, so. Genau. Wie hatten wir das? Okay, warte, warte, warte. Kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. So nicht. So auch nicht. Ich muss auch mal hier gucken. Wie habe ich das hier gemacht? Ich habe das irgendwie nach oben gelegt. Ah ja, genau. Ich habe da einen Mast hingebaut, an dem sich alles orientiert hatte. Stimmt. Ich habe da einen Mast dazwischen gebaut. Die Frage war, habe ich den so? So? Müssen wir mal gucken. Habe ich das so gemacht? Ich glaube ja. Ich glaube schon, ja, 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 ja. Und jetzt hier, genau. Ah. Naja, warte mal. Geht da noch was rein? Geht da noch was rein? Nein, wo geht denn hier noch was rein? Warte mal, dann habe ich das weiter nach hinten gebaut noch. Stimmt, ich hatte ja da noch einen Mast dazwischen gestellt. Und von dem aus habe ich das dann gemacht. Oder so. Damit der hier, da genau, damit hier noch genug Platz für eine Halterung ist. Ach ja. Herrlich. Aber schön, dass wir die Idee noch durchziehen, finde ich. Ich finde das gut, dass wir das jetzt nicht irgendwie... Oh nein, sag bitte nicht, das geht nicht. Nicht genügend Freiraum, das ist schlecht. Aber warte mal, wenn wir das einfach da daneben da direkt machen. Müsste es nicht gehen? Ja, das geht, guck mal. So kann man es auch machen. Ist zwar ein bisschen nicht mehr ganz so schön wie bei der anderen Anlage da hinten, aber ich glaube, die ist ja auch ein bisschen enger zusammen hier. So, egal. Ich gehe mal hier so durch. Ich quetsche mich mal hier so lang. Ja, wenn ihr da eine Meinung dazu habt, zu den Neuerungen, die in dem Video bekannt gegeben wurden, könnt ihr das natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, eure Meinung dazu zu erfahren. Ob ihr euch mehr erhofft habt zu den Stromänderungen, wobei man auch zu allzu hohen Erwartungen auch wieder sagen muss, es ist ja nach wie vor noch so, und das hatten sie ja auch irgendwie noch gesagt in einem Livestream, dass egal wie viel sie jetzt noch an Teasern bringen oder egal wie, was sie da noch zeigen oder erklären, es wird immer noch genügend Überraschungen in Update 4 geben. Ach ja, stimmt, das war ja zu teuer. Es wird immer noch genug Überraschungen in Update 4 geben. Es wird nicht so sein, dass, wenn wir jetzt die Teaser alle gesehen haben, die ganzen Erklärvideos, dass wir dann schon alles wissen. Das muss man ja auch immer noch sagen. Also es wird immer noch ein bisschen so einen kleinen Unsicherheitsfaktor immer noch geben auch. Wobei, ja, ich bin gespannt. Ich bin nach wie vor immer noch sehr gespannt und der März kann eigentlich nicht schnell genug kommen. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich bin immer noch sehr heiß drauf. Und ja, ich freue mich auf März. Ich bin sehr gespannt, was uns dann alles noch so erwartet.
So, ich glaube, hier hinten ist jetzt Ende von der Line. Und jetzt können wir ja an sich eigentlich sagen, wir schließen die jetzt einfach hier an, auf der Seite. So. Bin mal gespannt, ob der Turbo Fuel überhaupt ausreicht. Genau, machen wir das mal so. Dann drehen wir das hier so hin, sodass das schön in einer Linie ist hier. Genau, schön in die Mitte. So. Und dann hauen wir das mal da so rein. Und jetzt, können wir ja nicht, genau. Rohre mit verschiedenen Flüssigkeiten können nicht miteinander interagieren. Das heißt, ich muss es vorher abtrennen und erstmal das Netzwerk flaschen. Das heißt, wir trennen das jetzt, meine lieben Freunde. Jetzt ist der große Moment gekommen. Wir trennen den riesigen Brennstoffgeneral. Wir trennen ihn ab. Zumindest den einen Bereich. Zack, da ist er ab. Und jetzt kann ich den Bereich hier nämlich flaschen. Das gesamte Netzwerk. Genau, und da läuft er leer. Und dann müssen wir noch kurz warten, glaube ich, bis die Generatoren das verbrannt haben, was jetzt drin ist. Ich glaube, wenn die dann anfangen auszugehen, dann können wir hinten die Line anschließen. Genau, guck mal. Also die Rohre sind jetzt schon leer, genau. Wie sieht es denn innen aus? Ja, okay, das wird noch eine Weile dauern, bis die leer gebrannt sind. Wenn jetzt natürlich die AKWs aus wären, da könnte man jetzt einen Schalter benutzen. Oh, da könnte man schnell rüber zum AKW die Schalter betätigen, ausschalten lassen. Der Strom reicht ja aus, um das zu decken. Schnell wieder hierher fahren. Und dann, wenn die leer gelaufen sind, einfach anschließen. Weil ich glaube, jetzt geht das nicht, oder? Geht das jetzt? Ah, doch, geht schon. Okay, dann staut sich das wahrscheinlich dann so lange auf vor den Generatoren, bis die dann leer... Okay, dann können wir es auch so machen. Also brauchen wir doch keinen Schalter. Schlecht, weil ich gesagt habe. Schalter sind überflüssig. Nein, das ist schon relativ schlau, wenn man zum Beispiel erst seine Fabrik ausbaut, dann den Schalter dazwischen hängt, die Fabrik, die neue, an den Schalter hängt, den Schalter auf ausstellt und dann den Schalter mit dem Hauptstromnetz verbindet, um erstmal vorher sicherzustellen, bevor man den Schalter umlegt, dass der Strom, der reingeht, ausreicht. Zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, um das Ganze zu nutzen. Ja, wir sehen jetzt hier, das ist jetzt hier die Line, die nach oben geht. Das ist der normale Standardtreibstoff. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, wir nehmen hier hinten das hier, nehmen wir jetzt auch noch mit an Turbo Fuel ran. Jetzt muss ich nur gucken, ob diese Line hier von der anderen Seite noch gespeist wird. Ich glaube nämlich, das ist so. Da waren nämlich noch auf... Ja, genau, guck mal, da sind nämlich auch noch übertaktete, oder? Ne, nicht übertaktete, aber normale Raffinerien. Genau, komm, die hauen hier noch raus, genau. Das hat man bewusst so gemacht, glaube ich, tatsächlich. Ist jetzt halt die Frage, reicht jetzt der Turbo-Fuel, den wir da hinten raushauen, aus den 4 Raffinerien aus? Das sind ja nur... Das sind ja nicht mal 100 Einheiten, oder? Wenn ich die nicht übertakte. Na gut, ich kann die auch übertakten hier noch schnell. Ich habe genug Shards dabei eigentlich. Weil das sind ja nur 18,8 mal 1, 2, 3, 4. Ja, das sind ja nicht mal... Das sind ja nicht mal 100 Kubikmeter. Lass das mal übertakten. Was soll der Geiz? Ist jetzt halt die Frage, ist denn überhaupt die Kosten-Nutzen-Rechnung noch am Start? Wenn wir das übertakten? Ich weiß es nicht. Eigentlich wäre die logische Antwort, mehr Anlagen zu bauen. Ich weiß, weil das dann effizienter läuft. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Na? So, wie viel hauen die jetzt raus, wenn die übertaktet sind? 46, okay, das sieht schon mal anders aus, würde ich sagen. Haben die jetzt schon Turbo-Fuel oder verbrennen die immer noch den... Die verbrennen immer noch den... Kann ich den nicht auch löschen eigentlich? Na, guck mal, jetzt ist hier Turbo-Fuel drin. Ja gut, jetzt müsste man halt den überall hier manuell rauslöschen, ne? Würde ich aber gerne mal wenigstens für eine Seite machen, einfach mal. Jetzt hätte ich beinahe meine Shards gelöscht, lol. Einfach nur, um rauszufinden, ob das funktioniert. Ey, wieso? Mein Gehirn will gerade, dass ich meine Shards lösche. Das zwingt mich gerade förmlich dazu. Mein Gehirn ist schon wieder nicht gut. Okay, noch laufen sie voll. Die laufen nicht leer. Aber gut, der Verbrauch ist ja auch aktuell nicht auf Maximum.
Jetzt laufen sie schon langsamer voll. Warum ist denn eigentlich da kein MK3-Rohr? Ich meine, gut, wir brauchen an sich da noch kein MK3-Rohr. MK2 meine ich. Weil so viel kommt ja da noch nicht durch, aber ach, ich mach's lieber schon mal. Sieht auch irgendwie cooler aus mit MK3 in der Mitte. MK2. Es ist schon spät, ja. Ich habe vorher Station Heroes gezockt. Das ist ein Spiel, das Verrückte macht. Ja, also bitte. Tut mir leid. Ey, ohne Witz, ihr müsst mal, wenn ihr es nicht gemacht habt, müsst ihr euch mal Station Heroes reinziehen. Wenn ihr gedacht habt, Satisfactory ist komplex. Ich prophezeie euch, eure Komplexe werden Komplexe kriegen. So komplexe Station Heroes. Und so unverzeihend ist es auch. Jeder kleine Fehler ist tödlich in dem Spiel, ey. Ich sag's euch. Schaut euch das unbedingt mal an. Wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. So. Hier ist noch normaler Treibstoff. Da machen wir mal auch noch den Turbo rein. Machen wir mal noch den Turbo rein hier. Guck mal. Ich will hier Blut sehen. Ich will hier das dunkelrote Blut sehen hier. Das sieht echt aus wie Blut so ein bisschen. Oder wie Wein. Sagen wir mal, es ist Wein. Nehmen wir mal die angenehme Variante hier. Da müsste man wirklich jetzt das AKW mal abschalten. Nochmal. Und vielleicht mal so ein paar Sekunden einfach mal warten, sodass die auf ihre Volllast hochfahren. Genau, das wäre jetzt halt ein Szenario nach Update 4, dass man nicht mehr hätte, dass man jetzt warten muss, bis der Treibstoff verbrannt ist, weil der Treibstoff müsste jetzt, wenn die immer auf maximalem Ausstoß laufen, die Kraftwerke, egal was angeschlossen ist, müsste es immer schnell, also gleich schnell verbrannt werden, der Treibstoff. Also müsste immer das, was reingeht, da könnte man dann mit festen Zahlen arbeiten halt auch, ne? Dann wird er übertakten natürlich auch immer noch Sinn machen an sich, wenn man die maximale Zahl einfach nach oben pushen möchte. Es ist spannend und es bleibt spannend, meine lieben Freunde, hier in Suchtis Factory. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.